Seid gegrüßt zurück zu Ghost of a Tale. Ich habe noch zwischendurch jetzt offscreen die Pilze eingesammelt, die letzten. Das waren die Nachtpilze. In der Nacht seht ihr sowieso nicht so viel. Und wenn ich dann nochmal alle Stellen, wo die Pilze wachsen, abgehe, das wird euch wahrscheinlich weniger interessieren. Da muss ich noch sagen, falls jemand die sucht, die Mitternachtsbrut heißen sie, falls jemand die sucht, die sind meistens an Dornen, habe ich herausgefunden. Bei den anderen muss man einfach überall suchen. So, und da jetzt Nacht wieder ist, können wir Fatale nochmal besuchen. Er kann ja nicht schlafen. Hey, was willst du? Kannst du immer noch nicht schlafen? Wonach sieht's denn aus? Wir können noch einmal für dich singen. Wie, du willst alles, nur nicht das dämliche Schlaflied. Migränemeuchelei, ein satirisches Lied, das bei den Mäusen, die unter der Herrschaft der Roten Pfote haben, sehr beliebt ist. Komm, machen wir das mal. Die Krähenmeuchelei. Ja? Es scheint, dass der Geschöpfe wahrhaftig Natur sich zeigt, in deren Ansehen bekannt auf weiter Flur. Ich hört der Elstern Kunde, sah der Krähenmeuchelei, doch Stinktiere in Scharen schlimmer als ein faules Ei. Graf verschmitzte Mäuse, Meister der Prosa fein, und die List der Wiesel in aller Still und stets geheim. Doch am schlimmsten sind die Ratten und ihre Tyrannei, so sagt man, dass ein Rattentreffen eine wahre Plage sei. Deshalb hier nun mein Vorschlag, ja, ich bin so frei. Es lebt sich schöner ohne sie, wir hauen sie zu Brei. Ach, davon kann ich nicht genug kriegen. Vielleicht ist es deine Musik oder einfach deine überaus faszinierende Persönlichkeit. Ich bin plötzlich so unglaublich müh. Völlig erschöpft fällt die Mäusin in einen unruhigen Schlaf. Okay. Haben wir geklärt. Dann gehen wir jetzt zum Doktor. Hier seht ihr wahrscheinlich wieder wenig, aber leg mich jetzt gleich schlafen. Und der ist ja dann direkt um die Ecke. Ich schlaf nur, dass das Tag ist, deswegen. So. Und dann wollen wir mal. Der misst ja hier hin, wenn wir dann durch. Guten Tag. Der salutiert nicht zurück. Ja, das habe ich auch herausgefunden. Wenn man Y drückt auf den Controller, dann salutiert man. Zumindest, wenn man gerade in dieser Rüstung steckt. Nee, das da war falsch. Ich muss nochmal hoch. Hey. Ach, ich muss anders hoch. Ich muss da unten durch und dann hoch. Moin. Ich muss hier durch. Dort hinten rechts. Hier runter und dann. Der will das, glaube ich, zum Spulen von irgendwas benutzen. Was auch immer. Bitten wir es heraus. Schauen wir, was wir dafür bekommen, Fall. Brauchen auch noch zwei Goldbrocken. Die finden wir aber, glaube ich, wenn wir zu Mera gehen oder zum Strand. Müssen wir ja auch noch für den Schmied. Kommen wir jetzt auch hin. Gehen wir zuerst zum Strand und dann gehen wir direkt zu Mera. Wir können die ja nicht lange warten lassen.
Und mein Gramm war, glaube ich, auch noch irgendwas, was wir suchen müssen. Oh, du bist es, Maus. Fühlt ihr euch nicht gut, Herr? Doch, ich... Weißt du, warum ich hier bin, Maus? Bitte erzähl es mir. Ich war viele Jahre der Leibarzt des Barons. Der beste Apotheker in ganz Muridea. War Teil der Hofgesellschaft und die edlen Ratten von Pesa sahen mich als einen von ihnen an, bis ich eines Tages zu den Gemächern des Barons gerufen wurde. Hatte eine Schwanzflechte. Nichts Ernstes. Die Salbe, die ich auftrug, hatte ich selbst angemischt. Die hatte sich in anderen Fällen als höchst wirksam erwiesen, aber dann... Der Baron verlor sein... Bitte fahrt fort. Also hat man mich hierher geschickt, zur Burg Diluin. So hätte ich Gelegenheit, über meine Unachtsamkeit nachzudenken. So der Baron. Der Schwanz ist abgefallen. Es hat nicht lange gedauert, bis mich der Wärter an diesen Ort brachte und mir diese Arbeit auftrug. Ich habe meine Strafe ein Dutzend Mal abgesessen, aber solange eine neue Charge Fusel vor sich hingehrt, werden mich der Wächter und der Meister nie gehen lassen. Der Wärter gehört zur Schmugglerbande? Natürlich, ich dachte, du wüsstest das. Aha, interessant. Wissen wir ein bisschen mehr. Hier, ich habe eine Probe, alle 12 Pilze. Pilze? Ah, wunderbar. Und jetzt, bitteschön. Der Apotheker bietet dir einen kleinen schwarzbraunen Kuchen an. Ist das? Was ist das? Iss ihn einfach. Alles klar. Steckst ihm Kuchen in den Mund und kaust. Er schmeckt nach Asche und Galle. Und? Was meinst du damit? Schnürt es dir die Brust zu? Stechende Schmerzen am Schwanz? Blindheit? Nein? Vielleicht muss ich noch eine Prise Katzenzahn hinzugeben. Katzenzahn? Aber Katzenzahn ist doch giftig. Die Menge macht das Gift. Was ist passiert? Ich kann sagen, guck mal, was du angerichtet hast, aber ich sehe nicht was. Gehen wir mal hier hinten dran. Vielleicht. Ich gehe mal kurz hier hoch. Vielleicht können wir es hier machen. Ja. Lass mal die Maske aus. Ich habe den Eindruck, dass die Zähne leuchten. Oder nicht. Ich habe riesige Ohren. Seht nur, was ihr angerichtet habt. Ich verstehe nicht. Meine Ohren, sie sind riesig. Weißt du, die Wüstenspringmäuse in der Wüste Horeidan finden große Ohren äußerst begehrenswert. Horeidan ist eine äquatoriale Wüste, die weit oberhalb des Meeresspiegels liegt und das trockenste Klima in ganz Pangaea besitzt. Ihre einzigen Einwohner sind die 10 Wüstenspringmäuse. Man erkennt sie an ihren außergewöhnlich großen Ohren, mit denen sie in den Wüstenwinden Wärme abgeben. Die Wüstenspringmäuse sind ein uralter, kultivierter Stamm. Äußerst bewandert in Mathematik und furchterregende Krieger. Und dazu auch noch unfassbar niedlich. Ihre Zivilisation hat aus einem einfachen Grund an einem Ort überdauert, wo so viele andere untergegangen sind. Es ist beinahe unmöglich, auf die Wüstenspringmäuse böse zu sein, selbst wenn sie einen von ihren Festungsmauern aus aufspießen. Sehe ich etwa aus wie eine Wüstenspringmaus? Das tust du in der Tat. Das liegt wahrscheinlich an den Ohren.
Also gut. Der Apotheker murmelt vor sich hin und kramt in den Flaschen und Tontöpfen, die über den Tisch verstreut sind. Mit einer raschen Geste schnappt er sich ein Gefäß mit Salbe und trägt eine großzügige Menge auf deine Ohren auf. Bitte sehr, hiermit verleihe ich dir die Mittelmäßigkeit, nach der du lächst. So, soll ich jetzt irgendwie was Neues sammeln? Weltkiste kriegen wir nicht auf. Vermisste Wache haben wir noch nicht gefunden. Sollen den Schmied auf der Klippe. Okay. Dann würde ich sagen, schlafen wir mal kurz. Achso, ich wollte noch mal hier das hier. Wir übernachten kurz, bis es Nacht ist. Dann gehen wir an die Klippe. Wissen wir ja, wo es ist. Da hängt ein Apfel fest. An den kommen wir, glaube ich, nicht dran. So, wir schlafen bis 10 Uhr. Dann ist Nacht und dann können wir auf jeden Fall nachts an. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich wieder weniger sehen, weil es immer noch heller ist, wie gesagt, als auf meinem Bildschirm. Das finde ich immer noch lustig. So, hier, dann da. Jedes Mal schauen. Gut. Hier, dann da rechts. So, es kann sein, dass wir hier Honig einsammeln können. Können wir nicht. Dann hier hoch. Dann warten wir hier mal kurz. Aber mit den riesen Ohren sah er wirklich niedlich aus. Auch wenn Thilo das wahrscheinlich nicht hören will. Ach, im Schleichenmodus kann ich natürlich sehen, wenn, kann ich den natürlich sehen, das ist durch die Wände. Das ist ja die eine Fähigkeit, die wir gelernt haben. Häng ich hier, wenn ich mich ducke, auch die Pilze und so sehen, falls ich einen übersehen habe. Könnte praktisch sein, um die Goldklumpen zu finden. Wenn ich einen übersehen habe. Die Musik ist jetzt sehr angespannt. Ich mag sie. Ich glaube, die habe ich in den ganzen Folgen relativ leise gehabt, die Musik. Da ist der Schmied. Ja, gut, es hat kurz gehängt. Leise, du bist verfolgt. Lauf zum Ufer, versuch sie abzuhängen. Triff mich in einer halben Stunde wieder hier. Verfolgt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich laufe, aber ich habe niemanden hinter mir gesehen. Ich habe eine Rose gefunden.
Können wir auch gleich mal lesen. Wir sollen ja bis zum Strand laufen und in einer halben Stunde wieder hoch. Hier am Strand. Da ist auf jeden Fall das Meer. Ich glaube, wir können wieder hoch. Weiß zwar nicht mehr, wie wir hochkommen, aber... Ah, schüttelt sie ab. Würde ich sagen, versuchen wir nochmal hochzukommen. Wenn ich keine Ahnung habe, wo hoch ist. Hier unten, das ist alles sehr... Oh, hi. Hast du irgendwas für mich? Leider nicht. Ah, da könnten wir mal kurz gucken. Nö. Anders nochmal. Überleg grad, wie das war. Mit diesem... Ich sehe hier gar nichts. Wollte ich denn sagen? Frag mich, wie das mit dem... Wir hatten die Fähigkeit, dass wir Gegenstände irgendwie entdecken können, wenn die in der Nähe sind. Schätze und so. Frag mich gerade, wie das nochmal war. Ich meine, das war irgendwie auch mit Schleichen oder so. Okay, wir sind jetzt hier am Hafen. Da hinten hätte ich irgendwo hoch können müssen. Oder nicht? Ah, jetzt finde ich den Weg zum Schmied nicht mehr. Kein Wunder, dass ich die Verfolger abgeschüttelt habe. Ah. Ach, da hätte ich jetzt gucken können. Ein Gold. Erreiche den Knochenstrand, habe ich jetzt bekommen, aber wir waren doch jetzt hier schon. Um mich hoch. Muss da irgendwie anders hochgekommen sein. Und laufen kann ich jetzt auch nicht mehr. So. Das sieht so aus. Wäre hier noch eine Rose. Gut, hier ist der Knochenstrand. Gehen wir mal hier hoch. Ich laufe wahrscheinlich jetzt im Kreis. Aber es geht hier einfach nur nach oben. Könnte vielleicht der richtige Weg sein. Irgendwie den Eindruck, dass ich jetzt wieder da bin, wo ich eben war, wo ich gerade den Goldklumpen gefunden habe. Dort vorne liegt jetzt wieder dieses Skelett, ne? Wir gehen mal zum Hafen und versuchen vom Hafen aus irgendwie zurückzukommen. Die unbedingte Karte. So. Hier müsste der Hafen sein.
Vom Hafen aus weiß ich, dass es irgendwo einen Aufzug gibt. Der mich nach oben bringt. Voll. So. Hi. Bin in Wache, bist du etwas kurz geraten. Ich habe einen niedrigen Rang. Ich, weitermachen. Gibt es etwas zu berichten? Der Nordhang ist wieder offen. Der Schmied hat sich endlich darum gekümmert. Okay. Warte, der hat einen Schlüssel. Oder? Der hat einen Feldkistenschlüssel? Ist das ernsthaft? Das ist aber, glaube ich, nicht die Feldkiste. Wo ist der Aufzug? Wir gehen erstmal hoch. Eigentlich wollte ich noch nicht zum Hafen. Mit Ruhe. Ah, hier ist eine Tür. Geht's hier bitte hoch? Es geht höher. Da geht's noch höher. Sehen wir wieder alle nichts. Bin ich denn jetzt in irgendeinem Quartier gelandet? Joa, stell das jetzt mal nicht im Katakombenschlüssel. Hier scheint es in die Katakomben zu gehen. Oh, ich weiß, wo die Tür hinführt. Das ist ja schon mal was. Das heißt, von dort käme ich ja auch hoch, oder? Ich könnte einfach durch die Katakomben gehen, aber jetzt bin ich neugierig, was hier hinten ist. Vielleicht finde ich hier auch noch einen Goldbrocken. Wäre ganz praktisch. Ja. Wer jetzt hier? Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah. Ja, gut. Dann können wir mal kurz die Kleidung nochmal wechseln, damit wir schneller sind. So, ich hoffe mal, dass der noch da ist. Hi.
Ja, wer war das? Warum sind sie mir gefolgt? Hier. Der Schmied reicht dir ein Stück Papier. Ein merkwürdiges Symbol ist in Tinte darauf gekritzelt. Erkennst du das? Ich weiß es nicht. Ich sag mal, es kommt mir nicht bekannt vor. Nein, ich habe das noch nie gesehen. Es ist das Zeichen des Meisters und seiner Schmuggler. So kennzeichnet er das Seine. Es ist in die Rückseite der Obolusse, seiner Lakaien, geritzt. Eine silberne Scheibe, die allen Mitgliedern der Rattenwache ausgehändigt wird und... Ah, okay, das kennen wir auch schon. Finde die 5 Obolusse mit diesem Symbol und du hast deine 5 Schmuggler. Die werden sie dir natürlich nicht einfach geben. Du musst erst hart arbeiten, ihr Vertrauen zu gewinnen. Der Meister, wer ist das? Weiß nicht, bin nicht sicher. Keine Kreatur hat ihn je gesehen und lange genug überlebt, um davon zu berichten. Warum erzählst du mir das? Mag nicht, was sie treiben, diese Schmuggler. Vermaledeilte Kanalratten, sie sind eine Schande. Kanalratten? Ich habe sie spät nachts aus der Kanalisation kommen und wieder darin verschwinden sehen. Ich schätze mal, dass sie dort arbeiten. Wenn du ihr Zeichen dort unten findest, bist du auf der richtigen Spur. Hör zu, Maus. Er schlitzt dir die Kehle auf, ehe er dich auch nur ansieht, der Meister. Also vorsichtig, wie du diese Frage stellst und wem. Wir werden hierüber jetzt den Mantel des Schweigens legen. Da unten, was ist das für ein Schiff? Ah, das ist das Wrack der Seehexe. Sie war ein schönes Schiff. Sagen sie, die Geisel der Rote Pfote. Sie sieht so traurig aus, wie sie da liegt. Ja, da hast du wohl recht. Was ist mit dir passiert? Nachts in einem Sturm wurde ihr Kiel fast von Felsen aufgerissen und lief dann dort auf Grund. Das war vor 20 Jahren. Was mit der Crew passiert? Ja, einen kennen wir ja, der sitzt im Knast. Das weiß niemand. Die Seehexe, war das nicht das Schiff von Captain Pulverfass? Du kennst seinen Namen, seine Abenteuer? Ja, vom alten Froschpiraten unten im Verlies. Herold, der verrückte alte Narr, schenk seinen Worten nicht zu viel Glauben. Ah, ich kam gerade an den Überresten einer Ratte vorbei, gleich dort drüben. Diese Wälder sind übersät mit den Toten aus unzähligen Jahrhunderten. Die Gegend wird Knochenstrand genannt. Die Toten? Warum gibt es dort so viele? Woher kommen sie? Manche fielen in Schlachten, manche richtete der See. Die Strömung spült sie aus ganz Vaelia hier an. Kannst du... Wie bist du hierher gekommen? Ich kam auf dem Weg nach unten nicht an dir vorbei. Ach, dieser Ort steckt voller Geheimnisse. Überall gibt es versteckte Pfade. Zeigst du mir welche? Ach, wo denkst du hin? Schläfst du eigentlich niemals? Nein, nicht wirklich. Kannst du mir zur Hand gehen? Nein, nicht heute Nacht. Jetzt habe ich frei, Maus. Wenn du morgen früh noch Hilfe brauchst, komm in die Schmiede und bring deinen Geldbeutel mit. Lass dich jetzt in Ruhe, gute Nacht. Nimm dich vor dem See in Acht, Maus. Die Oberfläche kann ganz ruhig sein. Aber was darunter ist, macht dir den Garaus aus. Und von hier wirklich das Schiff sehen? Da hinten, ganz da hinten. Ich weiß gar nicht. Jetzt direkt über seinem Kopf. Sieht man den Mast. Okay. Jetzt sind wir aber schon bei einer halben Stunde. Da ist der Korb, den ich gesucht habe. Wir gehen mal kurz noch runter. Wir gehen jetzt zum Hafen. Wir haben Mera lang genug warten lassen. Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Brocken Gold. So.
so, weil der Korb nicht unten war, konnten wir nicht mit dem hoch, deswegen. Na gut, dann suche ich mal noch gerade ein Fass. Dort hinten müsste es zum Hafen gehen, da ist ja auch ein Fass. Muss kurz warten. Dann springe ich dort hinten ins Fass und dann speichere ich dort ab. Vielleicht hätten wir die großen Ohren lassen sollen. Mera wäre bestimmt beeindruckt. So. Und an der... Ich will hier aus das Schiff sehen. Eine riesige Wolke sehen, die aussieht wie ein Schiff. Naja, auf jeden Fall an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.